Anliegen muss der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Otto Fricke zum Bundeshaushalt 2021. Herr Fricke, bitteschön. Man muss schon sagen, dass die FDP-Bundestagsfraktion mit großer Enttäuschung diesen Haushaltsentwurf wahrgenommen hat. Es scheint hier eben nicht mehr ein Finanzminister, sondern wenn wir ehrlich sind, dann ist das ein Kanzlerkandidatenhaushalt und genauso gestaltet er sich auch. Der Bundesfinanzminister hat frühzeitig seinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass man auch im Jahre 2021 weiterhin die Schuldenbremse verletzen wird und die Notsituation benötigt. Es ist unverständlich, wie in einem Jahr 2021, in dem ein Wirtschaftswachstum von bis zu 5% erwartet wird, gleichzeitig ein Finanzminister noch eine Notsituation feststellen kann. Es wäre besser gewesen, wenn der Finanzminister die 315 Milliarden Euro Mehrverschuldung, mit der er zum Schuldenkönig der Bundesrepublik Deutschland wird, reduziert hätte, wenn er die notwendigen Maßnahmen wahrgenommen hätte, wenn er Vernunft hätte walten lassen und seinen Kolleginnen und Kollegen gesagt hätte, schaut doch bitte auch mal, was wir wirklich nicht mehr brauchen. Stattdessen gibt es weder Vorschläge, Subventionen zu kürzen, im Gegenteil, manche Subventionen werden noch ausgebaut, noch gibt es Ausgabenkürzungen bei Dingen, die wir vor Corona vielleicht noch gebraucht hätten, aber nach Corona mit Sicherheit nicht gebrauchen würden. Schließlich ist jetzt schon zu erkennen, dass der Bundesfinanzminister auch in den Jahren nach 2021 in der Finanzplanung erklärt, wir werden auch dann riesige Schwierigkeiten haben, einen ausgeglichenen Haushalt oder wenigstens die Schuldenbremse einzuhalten. Das liegt schlichtweg daran, dass er für die Jahre 2022, 2024 zwar einen Finanzplan vorlegt, aber faktisch keinen Plan hat, sondern im Gegenteil Reserven, die er sich heimlich zurückgelegt hat, noch auflöst in diesen Jahren, um einigermaßen über die Runden zu kommen, obwohl ihm in den nächsten Jahren noch 110 Milliarden fehlen. Faktisch muss man ganz klar sagen, dieser Haushalt ist die Zukunft nicht wert, die er eigentlich darstellen sollte. Und man muss eines feststellen, die Große Koalition, und ich bin hier sehr enttäuscht von der CDU-CSU, muss irgendwann mal kapieren, dass man die viertgrößte Marktwirtschaft der Welt nicht auf Dauer auf Pump finanzieren kann. Da hätten Zeichen kommen müssen. All diese Zeichen für die Zukunft fehlen. Gibt es Nachfragen? Bitte schön. Ja, und zwar zwei. Wer zahlt denn die Rechnung nach der Wahl? Und die schwarze Null hat sich ja dann eigentlich jetzt erstmal auch erledigt, oder? Das Problem mit der Frage, wer die Rechnung zahlt, ist ganz einfach. Vor der Wahl wird gesagt, alle, aber nicht ihr. Nach der Wahl wird dann gesagt, oh, wir machen einen Kassensturz, es tut uns leid, wir haben es anders festgestellt. Der Kassensturz ist jetzt schon klar und eigentlich arbeitet die Große Koalition jetzt schon an den Vorbereitungen für eine Steuererhöhung, die sie dieses Jahr festlegt, aber nach der Wahl dann vielleicht in anderer Form beschließen will. Das ist das eine Problem. Die zweite Frage der schwarzen Null. Wir haben eine verfassungsrechtliche Regel, die Schuldenbremse. Diese verfassungsrechtliche Regel gilt es einzuhalten. Nur in Ausnahmesituationen bei negativem Wirtschaftswachstum kann man darüber hinausgehen. Wenn wir im Jahre 2021 ca. 5% Wachstum haben, kann die Regel nicht mehr gelten und dann kann man sich zumindest hin in die Richtung der normalen Schuldenbremse bewegen. Das heißt für die FDP, wir bleiben bei einem Maximum der Neuverschuldung von ca. 10 Milliarden. Schwarze Nullen sind schöne plastische Dinge, aber entscheidend ist an der Stelle die Verfassung. Dem ist nicht der Fall, dann vielen Dank für Ihr Interesse. Ich danke und sparsam bleiben.